Hallo und willkommen, ich bin der Bernd, ihr seid hier bei www.rotoli.de. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man einen Kreis berechnet. In unserem Fall den Durchmesser und die Fläche. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Umfang. Der Umfang ist praktisch diese Außenlinie des Kreises, die ihr dort sehen könnt, diese Runde. Für den Umfang, also um den Umfang zu berechnen, benötigen wir den Durchmesser des Kreises und eine Zahl, die nennt sich Pi. Pi nimmt man in der Grundschulmathematik oder in der Basismathematik mit 3,14 an. Man rundet es also auf. Normal ist es 3,1419 etc. Es geht also unendlich weiter, die Zahl. Aber um das zu erleichtern, hat man einfach gesagt, wir nehmen 3,14. Um den Umfang zu ermitteln, müssen wir also d mal Pi nehmen. Das würde, damit wir auch einen Wert haben, in unserem Fall 1,33 sein, der Durchmesser unseres Kreises. Wir rechnen also, Umfang ist gleich 1,33 mal 3,14 ergäbe 4,1762. Das Ergebnis könnte man auch aufrunden auf 4,18. Als nächstes möchten wir gerne in unserem Kreis die Fläche berechnen. Das heißt, was ist denn in dieser Linie drin, in diesem Umfang? Um die Fläche zu ermitteln, benötigen wir den Radius. Der Radius ist praktisch die Hälfte des Durchmessers, also r ist gleich d geteilt durch 2. In unserem Fall also 1,33 geteilt durch 2 ergibt 0,665. Um den Radius, beziehungsweise Entschuldigung, um die Fläche dann zu berechnen, das wäre r Quadrat mal Pi. Also in unserem Fall wäre das 0,665 im Quadrat mal 3,14. Das heißt, 0,665 hoch 2 mal 3,14 ergäbe einen Wert von 1,389. Wir wissen also nun, dass der Kreis mit einem Durchmesser von 1,33 m einen Umfang von 4,17 m und 6,2 mm hat und eine Fläche von 1,389 Quadratmetern. Wenn ihr euch also einen Swimmingpool bauen wollt von 3,60 m, wisst ihr nun, wie viel Fläche das Ganze haben kann. Das war's wieder von meiner Seite. Ich bin der Bernd. Ihr seid hier bei www.rotoli.de.